Grüezi Wetziken. Mutig haben die reformierten Wetzikerinnen und Wetziker 1894 beschlossen, dass sie eine neue Kirche bauen wollen. 1897 hat man dann den ersten Gottesdienst in dieser neugotischen Kirche miteinander gefeiert. 490'000 Franken hat die Kirche gekostet. Dazu kommen die Kosten von Urlen und Kirchengeläuten von nochmal 54'000 Franken. Das Budget hat man um 90'000 Franken überschritten. Schon damals hat die Kostenüberschreitung für heisse Köpfe gesorgt. In den über 120 Jahren ist die Kirche mehrmals innen und aussen renoviert worden. 1978 ist die neue Orgel eingeweiht worden. Was denken Sie, wie viele Pfeifen hat die Orgel? Es sind 2617 Pfeifen. So vielfältig die Grösse und der Klang dieser Orgelpfeifen sind, so vielfältig ist auch das Leben der Kirchengemeinde. Wir pflegen unterschiedliche Gottesdienstformen, einmal klassisch mit Orgelmusik oder mit Gospelchor oder mit Bands. Oder ein anderes Mal stehen die Kinder auf der Bühne für einen Familiengottesdienst. Es gibt eine Kleidertauschübung für Frauen in der Kirche. Oder Early Bird, ein Zmorgen für Männer. Das Kirchenparkfest mit der Zevi. Weder von außen noch von drin merkt man, dass die Kirche in der Form des Kreuzes gebaut worden ist. Die Flugaufnahme macht das Kreuz sichtbar. Das Kreuz weist auf das Zentrum des christlichen Glaubens hin, auf Jesus Christus. Wir sollen uns an ihm und seinem Handeln orientieren. Kirche ist mehr als ein schönes Gebäude. Kirche besteht aus Menschen. Aus Menschen, die Gemeinschaft pflegen mit Gott und untereinander. Wir alle zusammen, nicht nur Pfarrerinnen, Pfarrer oder weitere Mitarbeitende der Kirchengemeinde. Wir alle zusammen sind eingeladen, uns von dem Feuer, das im Wetzikerwappen abgebildet ist, von dem Feuer von Gott anzünden zu lassen und eine lebendige Gemeinschaft zu gestalten. Seit Täter des Wortes steht seit 1982 an der Wand der Kirche beim Eingang. Sind Sie dabei und setzen sich ein für ein lebendiges, buntes Wetziken.